1953, Dr. Friedrich Jungheinrich entwickelt einen Stapler, die Ameise. Heute Synonym einer ganzen Branche. Restaurierung einer Legende. Eine Ameise 55 soll hier wieder aufbereitet werden. Keine alltägliche Aufgabe. Wir sind in Dresden im Gebrauchtgerätezentrum von Jungheinrich und werden diesen alten Stapler aufbereiten. Wir wollen ihn zerlegen, restaurieren und zusehen, dass wir die noch fehlenden Teile vielleicht finden und originalgetreu wieder zusammenbauen. Im Gebrauchgerätezentrum Dresden ist man mit dem Thema Aufbereitung vertraut. Top-Gebrauchte in höchster Qualität. Die Jungheinrich-Jungstars. Aber einen Stapler der ersten Stunde des Traditionsunternehmens? Ein Job für Profis. Aber auch die müssen sich erst mal einarbeiten. Im Laufe der Zeit sind ja bestimmt auch an diesen Geräten manchmal Umbauten gemacht worden. Ne? Und da wir ja weitestgehend den Originalzustand wiederherstellen wollen, sind die Originalunterlagen hilfreich, das wieder nachzuvollziehen. Also wenn wir die Dokumente jetzt nicht hätten, dann wäre diese ganze Restauration viel schwieriger. Viele Fragen sind ungeklärt. Sitz, Schalter und das Wichtigste, die richtige Farbe. Ersatzteile, Mangelware. Du, dann bauen wir doch irgendein Teil aus. Ja. Das sieht hier auch noch original aus. Dann nehme ich das mit, lass es analysieren. Na? Dann müsstest du jetzt mal gucken, dass du das irgendwas auftreiben kannst. Ja, und mit dem Schalter genauso. Über 60 Jahre in Betrieb. Sind die kostbaren Originalteile noch zu retten? Scheitert die Restaurierung, bevor sie begonnen hat? Erstmal ist der Allgemeinzustand, denke ich mal, ganz ordentlich noch. Dennoch, hinter jedem Bauteil könnte das Aus für das Projekt lauern. Überraschungen werden wir hier auf alle Fälle noch kriegen. Wenn nicht jetzt bei der Demontage, dann bei der Montage auf alle Fälle. Fortsetzung folgt.